Die AfD ist nun seit 20 Jahren an der Macht und seit der Abschiebung ist der Frankfurter Bahnhof zum Weltkulturerbe ernannt worden. Die Musikcharts werden nur noch jährlich aktualisiert, da wir nur drei deutsche Künstler haben. Udo Lindenberg, Mark Forster und Newcomer Jens Spahn. Doch die Einmeldung des Tages, die zwei illegalen Ausländer, die in dem Gladiatorkampf von Olaf Scholz um ihr Visum kämpfen mussten, sind geflüchtet. Wie sollen wir vor den Deutschen hier flüchten? Ich sorge für ein Ablenkungsmanöver. Heute ist der letzte Tag, um die Steuererklärung 2044 abzugeben. Ach du lieber Scholli, zum Glück habe ich wie jeder zweite Deutsche ein Notfallsteuererklärungsset in meiner Hosentasche dabei. Los, renn! Wohin rennen wir? Wir müssen an einem Ort, an dem sie Ausländer am wenigsten erwarten würden. Sauna? FKK-Sauna. Stimmt, ich habe noch nie einen Schwarzkopf ohne Unterhose gesehen. Dachtet ihr, ich finde euch nicht? Olaf Scholz, wie hast du uns gefunden? Ich weiß, wie Schwarzköpfe ticken. Und woher? Ich habe vier Blogs geguckt und Farid Bang gehört. Ich glaub dir das nicht. Was machst du da? Olaf Scholz ist Ausländer. Das ist nicht Olaf Scholz, das ist ein Schwarzkopf. Warum sollten wir dich nicht verpfeifen, damit wir freikommen? Lass uns zusammenarbeiten.